Hallo, herzlich willkommen bei Klagepaten TV. Heute haben wir eine Eilsendung für euch und zwar bezüglich der Großdemonstration in Wien am 31.01.2020. Es ist dieses Wochenende Großdemotag in unserem Nachbarland und bezüglich des Lockdowns und der verschiedenen Regelungen in Deutschland wie auch in Österreich haben uns sehr viele Anfragen erreicht und eben auch die Anwälte für Aufklärung, wie es denn aussieht mit der Ausreise und der Einreise nach Österreich. Die Demo an diesem Wochenende ist angekündigt unter dem Motto für die Freiheit gegen Zwang, Willkür und Rechtsbruch. Natürlich haben uns sehr viele Österreicher unterstützt, nicht nur am 1. und am 29.8., sondern auch bei vielen Großdemos in den angrenzenden Großstädten. Und hier sind die Anfragen bei uns eingelaufen. Wie können wir unsere Nachbarn denn unterstützen? Und gibt es eine Möglichkeit, nach Österreich auszureisen? Und wenn ja, wie? Hierzu haben wir Rechtsanwalt Ivan Kühnemann von den Anwälten für Aufklärung. Hallo Ivan, herzlich willkommen. Ja, danke schön, Tina. Hallo. Du hast deine Erfahrungen mittlerweile auch schon im Reiserecht gemacht. Daher ist es ein interessantes Thema für dich. Rollen wir es langsam auf. Und zwar der erste Schritt ist, darf ich denn aus Deutschland ausreisen zurzeit? Ja, das ist möglich. Okay, das heißt, die erste Hürde ist genommen. Jetzt kommt natürlich der nächste Schritt. Darf ich nach Österreich einreisen? Aber meine Frage im Vorfeld wäre, wie ist es denn? Was ist Österreich? Ist Österreich ein Risikogebiet? Ist da alles tiefrot, hellrot, mittelrot? Du hast dich da schlau gemacht. Sag uns mal, wie schaut's aus in Österreich? Genau, also vielleicht erst mal die gute Nachricht vorab. Österreich ist kein Virusvariantengebiet, ist auch kein Hochinzidenzgebiet, ist tatsächlich ein einfaches Risikogebiet auf der Liste des RKI. Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht's aus mit der Einreise? Kann ich in mein Auto steigen und zur Demo fahren? Leider ist das in Österreich nicht so einfach. Erstmal ist grundsätzliche Voraussetzung für die Einreise in Österreich, dass 72 Stunden vorab eine Negativtestung belegt, der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Da kann es aber sowohl ein PCR-Test auch ein Antigen-Schnelltest zum Nachweis kann also vorgelegt werden. Okay, das heißt letztendlich, wie auch bei vielen Das ist erstmal zu der Testung. Wenn man in Österreich einreist, sich online verpflichtend registrieren muss. Okay, das heißt, es gibt eine offizielle Seite, da muss ich mich eintragen, da muss ich wahrscheinlich meine Daten, Reisegrund und so weiter angeben. Und was vielleicht auch eben, dass ich ein Negativtestergebnis vorweisen kann, das nicht älter ist, eben als 72 Stunden. Jetzt ist die Frage, darf jeder einfach nach Österreich einreisen? Kann ich hinschreiben, Einreisegrund, Demobesuch oder brauche ich etwas Besseres? Ich würde es gerne abschichten, weil tatsächlich muss man den Einreisegrund bei der Anmeldung nicht angeben, allerdings das medizinische Zeugnis der Negativtestung. Ich würde einfach mal die Daten, die einzugeben sind, ich glaube, wir haben die Webseite auch vorbereitet, ihr könnt die, glaube ich, auch einblenden und ich lese mal vor, welche Daten anzugeben sind. Das ist Vor- und Nachname, Geburtsdatum, die Wohn- und Aufenthaltsadresse, das Datum der Einreise und auch das Datum der Ausreise oder voraussichtlichen Ausreise, wenn das noch nicht feststeht. Dann den Abreisestaat bzw. das Abreisegebiet. Wir wissen ja, manchmal sind Gebiete unterschiedlich eingeschätzt und werden Staaten nicht über einen Kamm geschert. Dann ist anzugeben, wo man sich die letzten 10 Tage vor Einreise aufgehalten hat.
Also der österreichische Staat möchte sicher gehen, dass man nicht von Portugal irgendwie vor 3 Tagen sozusagen nach Deutschland gekommen ist und dann direkt nach Österreich weiterreisen kann. Dann sind die Kontaktdaten anzugeben, dass man also auch während der Reise erreichbar ist und eben auch das ärztliche Zeugnis über die negative Testung. Okay, das ist eine ganz schöne Liste an Informationen über sich privat und persönlich, die man angeben muss. Jetzt ist die Frage, man muss keinen Reisegrund angeben, aber darf ich grundlos nach Österreich reisen? Und die zweite Frage ist, du hast gesagt, man muss sich registrieren lassen. Das ist eben auch 72 Stunden vor Einreise? Nein. Man muss sich, bevor man seinen eigenen Staat verlässt, online registriert haben. Okay. Das muss aber nicht 72 Stunden vorher sein. Okay, sonst wird es ja mit dem Test kollidieren auch. Genau, ja, richtig. Genau, wobei der Test natürlich auch jünger sein darf. Also wenn man sich heute testet, heute das Testergebnis käme, dürfte man dann auch schon morgen nach Österreich einreisen. Aber wie gesagt, er darf eben, die Testung darf nicht älter sein als diese 72 Stunden. Ja. Genau. Jetzt hattest du angesprochen, aus welchen Gründen man in Österreich einreisen darf. Das bezieht sich jetzt alles auf Deutschland. Es gibt nämlich Ausnahmegebiete. Die kann ich mal kurz vorlesen. Möglicherweise haben wir ja auch ausländische Zuhörer hier. Also aus Australien wäre es überhaupt gar kein Problem, nach Österreich einzureisen. Aus Finnland, aus Griechenland, aus Island, aus Japan, aus Neuseeland, aus Norwegen, aus Singapur, Südkorea und Vatikan, da darf man also eben auch so in Österreich einreisen. Wir haben also eben so niedrige Inzidenzen, dass der österreichische Staat da weniger Schwierigkeiten mit hat, wenn solche Leute einreisen, aus diesen Staaten einreisen. Ansonsten sind leider die Einreisebestimmungen relativ hart. Also auch für die anderen Anrainerstaaten letztendlich. Auch für die anderen Anrainerstaaten, ganz genau. Ja. Also ist es nämlich so, dass Österreich eine 10-tägige verpflichtende Quarantäne vorsieht. Das heißt, sich auch nicht raustesten kann nach 5 Tagen oder so? Nein, da kann man sich nicht raustesten. Man geht dann mindestens 10 Tage in Quarantäne. Diese 10 Tage oder die Kosten für die Quarantäne, man muss ja irgendwo untergebracht werden, wenn man jetzt in Österreich nicht sowieso Aufenthalt hat, dann ist es auch nicht so problematisch mit der Quarantäne. Dann muss man tatsächlich selber für die Unterkunft, Quarantäneunterkunft sogar bezahlen. Ja. Das ist verpflichtend. Quarantäneunterkünfte, in die man einchecken darf. Also ich lese mal vor aus das, was hier oder die Norm, das Gesetz, was hier das Ganze regelt, ist die Einreiseverordnung oder Verordnung, ich lese sie mal vollständig vor, damit die Leute es auch besser im Internet finden. Das ist die Verordnung des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über die Einreise nach Österreich im Zusammenhang mit Covid-19. Also wenn man das eingibt bei Google, findet man diese Rechtsnorm, die hier das Ganze regeln. Und in Paragraph 3 heißt es dann, das ist jetzt der Punkt zur Quarantäne, Personen, die nach dieser Verordnung zur Quarantäne verpflichtet sind, haben diese selbst überwacht. Erstens an einem bestehenden Wohnsitz, in Klammern Heimquartiere, oder zweitens in einer sonstigen geeigneten Unterkunft, über deren Verfügbarkeit bei der Einreise eine Bestätigung vorzulegen ist, anzutreten. Die Kosten der Unterkunft sind selbst zu tragen, der Wohnsitz oder die Unterkunft darf für den Quarantänezeitraum nicht verlassen werden, sofern keine elektronische Registrierung gemäß 2a Absatz 2 erfolgt ist, jetzt ist das hier nicht durchpaginiert und ich habe es durcheinander gewürfelt, gib mir eine Sekunde, so ist das eben, wenn man live ist, ne? So, Daten im Formular entsprechend der Anlage E. Die Anlage E hängt hinten am Gesetz an. Oder der Anlage F hängt ebenfalls hinten am Gesetz an, anzugeben und mittels eigenhändiger Unterschrift zu bestätigen. Die Quarantäne kann nur
dann zum Zwecke der Ausreise aus Österreich vorzeitig beendet werden, wenn sichergestellt ist, dass bei der Ausreise das Infektionsrisiko größtmöglich minimiert ist. Genau. Das war erstmal die Quarantäneregelung dazu. Okay. Und das heißt, Gründe, die ich haben muss, um nach Österreich einzureisen, gibt es auch quasi Ausnahmetatbestände, wie es so schön heißt. Kannst du uns die aufführen? Ja, das kann ich. Ich würde es sogar noch ein bisschen abschichten. Also Deutschland ist ja für Österreich ein EU-EWR-Staat. Dafür ist geregelt, dass das Paragraph 4 des Gesetzes aus EU-EWR-Staaten sowie aus der Schweiz, Andorra, Monaco, San Marino, dem Vatikan und dem Vereinigten Königreich dürfen Personen uneingeschränkt einreisen, wenn sie erstens aus einem der in Anlage A genannten Staaten oder Gebiete einreisen. Das waren die Länder, die ich eben aufgezählt habe. Da war, glaube ich, als EU-Gebiet ausschließlich Norwegen, Griechenland, Finnland und ich weiß gar nicht, Island gehört, glaube ich, nicht zur EU, ja, aber da waren auch noch andere Gebiete dabei, wie eben Singapur und Südkorea beispielsweise. Und zweitens bei der Einreise glaubhaft machen, dass sie sich innerhalb der letzten 10 Tage ausschließlich in Österreich oder in einem in Anlage A genannten Staat oder Gebiet aufgehalten haben. Genau. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen noch Ausnahmen. Personen, die bei der Einreise die Voraussetzung des Absatzes 1, den ich gerade vorgelesen habe, Zeile 1 oder 2 nicht erfüllen, haben unverzüglich eine 10-tägige Quarantäne gemäß Paragraph 3 anzutreten. Das heißt also, auch Deutsche müssten sich unverzüglich in 10-tägige Quarantäne begeben. Die Quarantäne gilt als beendet. Es gibt doch eine Verkürzungsmöglichkeit, sehe ich gerade, ist auch aufgebaut. Die Quarantäne gilt als beendet, wenn ein molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 oder Antigentest auf SARS-CoV-2 frühestens am 5. Tage nach der Einreise durchgeführt wird und das Testergebnis negativ ist. Die Kosten für den Test, für die Testung muss man selber tragen. Selbst übernehmen. So, jetzt ist es so, wenn jemand... Es ist komplex. Davon gibt es Ausnahmen. Also okay. von dieser Quarantänepflicht. Und zwar gilt das abweichend, wenn die Einreise für die Einreise von humanitären Einsatzkräften, okay, Personen, die zu beruflichen Zwecken einreisen. Das heißt also, wenn man jetzt einen beruflichen Grund hat, nach Österreich einzureisen und dann vielleicht noch gleichzeitig diese Demonstration am 31.01. mitmachen möchte, dann ist man von dieser Quarantäne, ne, also der berufliche Grund muss der Einreisegrund sein, ganz wichtig, ne, dann ist man von dieser Quarantänepflicht befreit. Oder eine Begleitperson im Rahmen der Einreise aus medizinischen Gründen ist, das geht ebenfalls auch, also wenn sich jemand einer zwingenden Heilbehandlung in Österreich unterziehen muss und man ist die Begleitperson, auch dann darf man einreisen. Und natürlich dürfen Personen einreisen, die zum Zwecke der Wahrnehmung einer zwingenden gerichtlichen oder behördlich auferlegten Pflicht, wie beispielsweise Wahrnehmung eines Gerichtstermins, einreisen. Und es gibt noch eine Ausnahme, Einreise von Fremden, wenn diese über einen Lichtbildausweis gemäß 95 des Fremdenpolizeigesetzes, ich weiß nicht, was das ist, aber wenn sie darüber verfügen, dann dürfen sie auch eben abweichend von 2, also keine Quarantäne, ebenfalls einreisen. Okay, das heißt, wenn nicht jeder, der zur Demo will, eine dringende ärztliche Behandlung hat oder Begleitperson einer zu behandelten Person ist oder eben berufliche Gründe nachweisen kann, darf er offiziell das Land nicht betreten. Was ist die Konsequenz? Also wenn man es jetzt trotzdem tut, es gibt normalerweise ja keine Grenzkontrollen, aber angenommen, es werden Kontrollen auf der Demonstration durchgeführt. Ich kann nicht nachweisen, dass ich parallelen beruflichen Grund habe und jetzt eben nach Feierabend an der Demo teilnehme.
Was sind die Konsequenzen, die auf mich zukommen können? Ich sehe gerade im Chat, schreibt einer, da blickt keiner mehr durch. Ja, da blickt keiner mehr durch. Es gibt noch weitere Ausnahmen, zu denen komme ich gleich. Die sind im dritten Abschnitt geregelt, in Paragraph 5. Da hat man vielleicht auch noch die ein oder andere Chance, das zu erfüllen. Aber du sprichst gerade die rechtlichen Konsequenzen an. Und ich denke, die sind hier so erheblich, dass man die auch auf jeden Fall ganz, ganz deutlich sagen muss. Also wenn man es unterlässt, diese Meldung im Vorfeld zu machen, also sich online zu registrieren, dann hat man nach dem Epidemiegesetz eine Meldung unterlassen. Das ist ein sogenannter Verwalter. Ich muss mir das immer, ich bin ja deutscher Anwalt, die österreichischen Begrifflichkeiten sind teilweise ein bisschen anders. Das ist eine sogenannte Verwaltungsübertretung nach österreichischem Recht. Und wenn man also eine Meldung nicht erstattet, die man nach Epidemiegesetz hätte machen müssen, hat das ein Bußgeld in Höhe von 2.180 Euro zufolge. Wow. Also sehr, sehr vorsichtig sein da. Und wenn jetzt, ich muss mir das auch nochmal ganz genau anschauen hier, es ist wirklich sehr komplex leider, auch eine Weile gebraucht, mich hier einzuarbeiten. Wenn man also gegen dieses Einreise- oder Quarantäne, diese ne, rechtliche Quarantäneverpflichtung verstößt, dafür gäbe es dann nochmal ein extra Bußgeld und das ist in Höhe von 1.450 Euro. Also das heißt, sind wir beim Spaß von 3.630 Euro wäre, wenn man sich weder anmeldet oder sich dann nicht in Quarantäne, also beides nicht tut. Dann und dass beides quasi... das ist wieder dann kumulativ, ja. Entdeckt wird. Jetzt genau. ist die Frage, jetzt kann ich ja sagen, ist ja Ausland. Ne? Also ich gehe auf die Demo, ich komme zurück nach Deutschland. Ist das vollstreckbar über die Grenze hinweg? Ich kenne die Antwort, aber es ist trotzdem wichtig, das gesagt zu haben. Kann Österreich solche Bußgeldbescheide nach Deutschland über die Grenze hinweg vollstrecken? Ja, und zwar in Form eines europäischen Mahnbescheides. Also die Österreicher können in Form eines europäischen Mahnbescheides auch Bußgelder in Deutschland versuchen zu vollstrecken. So möchte ich es mal nennen. Ja? Genau. Ist ein bisschen komplizierter, ist eine schwierige Materie. Aber ja, es gibt eine Rechtsmöglichkeit für Österreich, auch in Deutschland zu vollstrecken. Ob sie das dann immer versuchen, ist dann auch meine andere Sache. Aber in der Regel ja. Wenn ich jetzt das verweigere, ich widerstehe der Versuchung, der Vollstreckung und bezahle nicht, gibt es dann Konsequenzen? Man könnte ja sagen, ich sitze es aus oder ich reagiere einfach nicht. Ist das eine Möglichkeit, darauf zu reagieren oder kann das auch Folgen für mich haben? Da kann ich nicht zu raten, wenn man dann nochmal nach Österreich möchte, weil die Problematik ist, wenn diese Bußgelder für diese Verwaltungsübertretungen, wenn die nicht einbringbar sind, ist es im Fall von dieser unterlassenen Meldung, reagiert Österreich mit 6 Wochen Haft und für den Fall, dass eben Verstoß gegen diese Quarantäne da ist und da das Bußgeld, also diese 1.450, nicht eingebracht werden können, dann sind dafür 4 Wochen Haft vorgesehen. Okay, also ihr seht, es war uns wirklich, wirklich wichtig, euch diese Informationen mit an die Hand zu geben. Ivan, du hattest gesagt, es gibt noch andere Ausnahmen. Dürfte ich dich nochmal bitten, weil es ist ja schon wichtig, wer weiß, vielleicht kann einer von uns genau auf einen solchen Ausnahmetatbestand zurückgreifen. Deshalb jetzt gegen Schluss vielleicht nochmal ganz klar aufzählen, welche Ausnahmetatbestände gibt es in der österreichischen Verordnung, die man vorbringen kann, um am Wochenende doch eben nach Österreich fahren zu dürfen. Ich muss mal gerade eben, wenn man sonst im Staat im Gebiet ist, die Einreise aus einem anderen als in Anlage A genannten sonstigen Staat oder Gebiet ist unzulässig. Das heißt also, bis auf das, was in Anlage A stand, es sei denn, man ist EU-EWR-Staat, also Europäischer Wirtschaftsraumstaat, die dürfen gar nicht einreisen. Abweichend von 3, einem anderen als in Anlage A genannten sonstigen Staat oder Gebiet im Sinne von 4 Absatz 2 sinngemäß
Ja, ich befürchte, die greifen auch gar nicht, weil ausschließlich scheinbar Paragraph 4 für EU-EWR-Staaten vorgesehen ist. Weil hier steht, ich lese mal vor, erstmal Absatz 3, die Einreise aus einem anderen als in Anlage A genannten sonstigen Staat oder Gebiet ist unzulässig. Diesfalls ist die Einreise zu untersagen. Abweichend von Artikel 3 gilt bei der Einreise aus einem anderen als in der Anlage A genannten sonstigen Staat oder Gebiet, Paragraph 4 Absatz 2 sinngemäß, also das, was sich für die EU-Regelung gilt, wenn es sich um, und dann wird aufgezählt, österreichischer Staatsbürger, EWU-EWR-Bürger, das heißt also, wenn man sich als EU- oder EWR-Bürger oder österreichischer Bürger in einem anderen Land befindet, darf man natürlich einreisen. Schweizer Bürger, Bürger aus Großbritannien, also im Vereinigten Königreich, sowie Personen, die mit diesen im gemeinsamen Haushalt leben, also das heißt, wenn sowieso ein Wohnsitz beziehungsweise ein Aufenthaltstitel begründet ist, auch dann darf man einreisen. Aber das ist jetzt eine Frage aus den Zuschauern, die vielleicht hier ganz gut reinpasst. Und zwar, wenn ich in Deutschland wohne und in Wien studiere, zurzeit online, muss ich dann in Quarantäne bleiben, falls ich nach Wien aus Deutschland komme? Ich würde das Gesetz hier so verstehen, dass man diese Quarantäne einplanen muss. Man darf dann zwar einreisen, es steht hier auch, Personen, die zur Aufnahme oder Fortsetzung eines Studiums oder zur Forschung einreisen oder zur Teilnahme an einem Schulbetrieb, um auch nochmal die Jüngeren anzusprechen. Da darf ich einreisen, aber auch da gilt für mich diese Quarantäneverpflichtung. Okay, dann haben wir jetzt deine Frage beantwortet. Das nächste ist, es ist für alle Anrainerstaaten, also wir sehen, es ist schön eingekesselt. Österreich hat sozusagen dicht gemacht, wenn es nicht um berufliche Zwecke geht oder eben diese ganz dringenden Gründe, die man vorweisen kann. Es ist meines Kenntnisstands nach so, dass die Demo bis jetzt nicht genehmigt ist. Wie ich aber weiß, die Österreicher sind ja recht vehement, auch im eigenen Parlament gehen die regelmäßig alles an, stellen Misstrauensanträge und so weiter. Deshalb ist es, haben wir trotzdem beschlossen, die Informationen euch rauszugeben, weil ihr seht auch, wie es bei uns in Deutschland ist, eine Demo wird genehmigt, verboten, aufgelöst, doch wieder gestattet. Man geht über die verschiedenen Instanzen und letztendlich kriegt man ganz arg oft dann doch auch noch eine Genehmigung. Man kann es durchboxen oder es werden parallel Eil- oder Spontanversammlungen angemeldet. Oftmals ist es ja auch so, dass parallel andere Demonstrationen angemeldet sind, die erlaubt sind, weil sie eben von anderen Leuten oder Gruppierungen angemeldet wurden. Von dem her, wenn was geht am Wochenende in Österreich, sind das jetzt hier die Informationen vom Ivan, die für euch ganz kurz noch dazwischen. Tina, ganz kurz dazwischen. Ich sehe gerade im Chat, dass jemand fragt, ob dasselbe auch für die Einreise aus der Schweiz nach Österreich gilt. Sehe ich auch gerade, ja. Ja, das gilt auch. Wobei ich auch noch zwei Gründe, aber die sind relativ selten. Ich will sie noch aufzählen. Sind Paragraph 6 und Paragraph 7 nochmal genannt. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex. Es gibt auch nochmal sonstige Ausnahmen in Paragraph 8. Also in Paragraph 6 ist Einreise aus medizinischen Gründen, also zwingende Heilbehandlungen beispielsweise. Ja. In Paragraph 7 sind besondere berücksichtigungswürdige familiäre Gründe. Das wäre beispielsweise, also ist nur dann, wenn es unvorhersehbar und unaufschiebbar ist, wie beispielsweise eine Beerdigung eines nahen Anverwandten oder etwas Ähnliches. Für Einreisen im Zusammenhang mit planbaren Sachen gilt dann auch wieder erstmal die Quarantänepflicht. Sonstige Ausnahmen, ja, zur Aufrechterhaltung des Güter- und Personenverkehrs, zwingende Gründe der Tierversorgung, also wenn man in Österreich ein Tier hat, darf man natürlich einreisen. Im Rahmen der Durchführung einer beruflichen Überstellungsfahrt,
im zwingenden Interesse der Republik Österreich, also wenn man dafür unterwegs ist, wenn man Diplomat ist, darf man natürlich... Ich meine, das wäre jetzt vielleicht sogar ein Punkt, wo man kreativ werden könnte. Ja, Diplomat sein muss, hat sich schon wieder erledigt, ne? Nein, das war alternativ, also ne, nicht so, kumulativ. Okay. Also also da würde ich von abraten, da juristisch kreativ in diesem Fall zu sein. Da muss man sich der Konsequenz immer bewusst sein, dass wenn man so etwas versucht, unter diesen Abschnitt reinzubringen, dass man natürlich auch die Gefahr läuft, auf den Bußgeldern und den Strafen sitzen zu bleiben. Jetzt ist eine andere Frage, die ich vorher im Chat gesehen habe. Was ist mit Transitverkehr? Also angenommen, ich bin auf der Reise nach Ungarn und muss sowieso Pause machen. Meine Route führt natürlich über Wien. Ja. Okay. Ist das eine Möglichkeit? Tatsächlich, also Transitverkehr an sich ist erlaubt. Allerdings glaube ich, dass Zwischenstopps dann nicht erlaubt sind. Also ich muss mal gerade suchen. Ich habe es hier irgendwo. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich finde es jetzt hier... tatsächlich auch. Doch, Transitpassagiere oder die Durchreise durch Österreich ohne Zwischenstopp. Zwischenstopp, die auch bei ausschließlich unerlässlichen Unterbrechungen vorliegt. Also man sieht, es wurde an alles gedacht. Ja. Hier ist noch die Frage, wenn man die Lebenspartnerin in Wien besucht, muss man sich dann vorher auch registrieren? Darf man überhaupt einreisen? Und wenn ja, ist man dann auch in Quarantäne bis mindestens Tag 5? Also die Registrierungspflicht ist zwingend erforderlich. Die Frage ist jetzt, ob das vielleicht ein familiärer Grund ist, zum Beispiel deine Einreise zu machen. Ich sehe gerade, was macht der Busfahrer, der Zwangspause hat. Ja, im Bus bleiben. Zwischenstopps sind verboten. Also eigentlich darf er noch nicht mal anhalten nach dieser Norm. Allerdings würde er dann wahrscheinlich den Bus nicht verlassen dürfen. Die vorgeschriebenen Pausen für Berufskraftfahrer, die werden mit Sicherheit eingehalten werden müssen. Aber eben nicht in Wien auf Demogelände. Ne? Nein, genau. So. Ich gucke gerade noch mal kurz drüber, ob es noch Fragen gibt. Es ist natürlich, also man sieht es im Chatverlauf, die Emotionen schlagen teilweise hoch. Es ist für viele einfach unverständlich und nicht mehr nachvollziehbar, was alles noch eingeschränkt werden soll. Das können wir fühlen mit, wir sind im gleichen Boot, das geht uns allen so. Ivan, ich möchte mich herzlich bei dir bedanken für deine Ausführungen, auch dass du so spontan dich in die Thematik eingearbeitet hast. Wir haben ja gesehen, du hast fleißig geblättert. Das ist natürlich immer ein Riesenunterschied. Ja, es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Die Österreicher haben wirklich aus meiner juristischen Perspektive an alles gedacht. Also ne, Umgehungsmöglichkeiten sehe ich da nun wirklich gar nicht. Es sei denn, es fallen halt wirklich, fällt zufällig einer dieser Gründe dazu. Und so sehr ich nachvollziehen kann, dass wir auch unsere österreichischen Mitstreiter, also ebenfalls Demonstrationen besuchen, da unterstützen wollen, kann ich nur dazu raten, da wirklich sehr, sehr vorsichtig zu sein und das im Hinterkopf zu bewahren. Ja, und sich der Folgen, der möglichen Folgen bewusst zu sein, die da eben entstehen können. Okay. Ivan, herzlichen Dank. Ich bitte euch, teilt unser Video, teilt es in allen Kanälen, dass eben, wenn eine Demonstration am Wochenende stattfinden sollte in Österreich, jeder, der sich dazu spontan entscheidet, auch die Möglichkeit hat, diese Informationen von uns Klagepaten und den Anwälten für Aufklärung zu erhalten. Es war hier noch kurz, das machen wir jetzt als letzte Frage, ja, Ivan. Gibt es wirklich nur die Möglichkeit, sich online zu registrieren und es gibt keine Option, sich in Papierform zu registrieren?
So, das, da habe ich jetzt nicht die gesetzliche Grundlage für gesucht, aber wenn ich der Seiten oder den Seiten des österreichischen Staats glauben darf, ja, ausschließlich online. Unter dem Link, den wir vorher eingeblendet haben. So, ich bedanke mich. Ich wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende in Wien. Wir schicken euch Grüße, wir schicken euch Liebe, Freiheit. Geht auf die Straße, kämpft für eure Überzeugung, eben für die Freiheit gegen Zwang, Willkür und Rechtsbruch ist der Titel oder ist das Anmeldemotto dieser Demonstration. Und wir bedanken uns auch für eure Unterstützung. Herzlichen Dank für euren Support. Danke, dass ihr auch im Chat so fleißig mitmacht und Fragen stellt, die euch bewegen. Danke auch für eure Spenden. Und Ivan, ich denke, wir sehen uns bald wieder. Es ist eine tolle Zusammenarbeit zwischen Anwälten für Aufklärung und Klagepaten entstanden. Und ich denke, vereint können wir eben auch all diese wichtigen Infos rausbringen und auf allen Kanälen streuen. Deshalb bitte teilt die Nachrichten, versendet sie an Freunde und Bekannte, dass wir eben die Reichweite haben, dass alle informiert werden können. Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches und schönes Wochenende. Ja. Und gebe jetzt noch zum Tschüss sagen ab an Ivan. Ja, auch von mir alles Gute, auch nach Wien. Ganz viel Erfolg bei der Demonstration und vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Ja. Und lieben Dank an dich, Dina, dass ich hier sein durfte. Gerne, danke für die Zusammenarbeit. Das ist wir Kraft, anders geht's nicht, ne? Dankeschön. Ja. Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.